Brumm, 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 brumm macht mein Auto. Brumm. Brumm, 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 brumm. Komm, verbrennt euch. Verbrennt euch an meinen Auspuff. Okay, dann nicht. Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Und wie versprochen, heute kommt die allerletzte Ehrenrunde, wirklich die allerletzte Runde von Need for Speed Heat. Und ich habe mein ganzes Geld für den wunderschönen McLaren ausgegeben. Ich finde das bei dem McLaren so geil, um die Fahrdynamik beizubehalten, um eine bessere Fahrdynamik zu haben, dass der Heckspoiler dann automatisch hochgeht. Finde ich so cool. Und ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen was getuned, ne? Dass mein Auspuff Feuer, boah, ich kann mich gerade blöd konzentrieren. Was ist denn das für einer? Grün ist. Meine Herren, ey. Der hat Eier aus Stahl. Ja, und ich habe mir heute mal gedacht, wir machen einfach nochmal alles. Also wir fahren ein, zwei normale Rennen. Ich würde sagen, wir machen jeweils zwei normale Rennen. Zwei Drift-Rennen und zwei Offroad-Rennen. Und dann sind wir fertig mit dem Spiel. Wir haben alle Missionen erfolgreich bestanden. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Alle Teile gesammelt. Was sehr nervig war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Polizei hier in dem Spiel mega nervig ist. Man hat zu wenig Möglichkeiten, einfach die Polizei loszuwerden. Hat ein bisschen genervt. Man hätte vielleicht für die Spieler selber irgendwas einbauen können, dass man nie unbedingt gegen die Polizei fahren muss. Ne, dass man sagt, okay, die Leute, die Bock haben, abends illegale Straßenrennen zu fahren, die können Straßenrennen fahren, aber die, die darauf keinen Bock haben, die nur tagsüber fahren möchten, kriegen die Möglichkeit, tagsüber auch ihre Teile zu sammeln. Das wäre cooler gewesen, weil dadurch hätte man einfach zwei Lager und nicht den Zwang, nachts gegen Polizei zu fahren, weil einfach, ich muss einfach sagen, die Polizei ist hier nervig. Die Polizei ist unfassbar nervig. Kann ich einfach nur sagen, und vielleicht machen sie das beim nächsten Spiel dann ein bisschen besser. Es sind ja wieder die alten Entwickler dran. So, wir werden jetzt natürlich ein 400er Plus Rennen suchen oder ein 400er Rennen. Es war ja auch ein 400er Rennen. Haben wir hier irgendwo ein 400er Plus Rennen? 380? 320? 320? 310? Hä? 350? Echt jetzt? Hab ich nur ein 400er Rennen? Kann man die irgendwie einstellen? Nee, geht bestimmt nicht. Ne? Wegpunkt zur Nacht schließen, Bewegung, Zoom. Gibt es hier nicht irgendwo einen Filter, wo man einstellen kann, nur 400er Rennen anzeigen? Da. Also halt auch nur ein 400er Rennen. Das ist kein 400 Plus Rennen, ne? Oh, ein bisschen schade. Warte mal, wir gucken nochmal kurz hier. Nee, schade. Also wir haben ein 400er Rennen gefunden, aber ich würde gerne ein 400er Plus Rennen fahren. Obwohl das jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so viel ausmacht. Schade, dass es nicht ganz genau angezeigt wird, ob ich jetzt bei 401 bin, bei 402. Gut, dann fahren wir das 400er Rennen. Hä? Wo will denn der mich? Wo geht's denn hier raus? Mann, wo willst denn du mich hinschicken? Du spinnst doch wohl. Ja, und... Ja, genau, das war geplant von mir. Und wie ihr wisst, habe ich natürlich schon ein paar Projekte im Hinterkopf. Jetzt ist natürlich die große Frage... was ich euch dafür liefere. Wie schon gesagt, ich möchte die Projekte jetzt nicht verraten, die ich im Hinterkopf habe. Also die Projekte kommen so oder so. Aber ich bin halt am Überlegen, ob ich jetzt ein Projekt nehme, was halt auch mit Rennen zu tun hat. Vielleicht diesmal ein richtiger Simulator, anstatt ein arcade-lastiges Game.
könnte man sich überlegen. Oder ob ich jetzt einfach sage, okay, nee, wir gehen für ein Rennen komplett weg und für das springt dann halt ein komplett anderes Spiel ein. Ja, wie schon gesagt, ich habe ein paar Projekte, die kommen so oder so. Ich denke mal, Resident Evil werden wir auch bald durch haben. Und es kommt ja bald Resident Evil 8 Village, glaube ich. Ne? Genau, Resident Evil 8 müsste, glaube ich, Village sein. Kommt ja auch bald. Ne? Aber ich denke mal, das wird nicht für Resident Evil 7 kommen. Ne? Weil Resident Evil 7 haben wir fast fertig. Ich denke mal, eher Village wird, mal gucken, für ein anderes Projekt kommen. Vielleicht für Ori, aber ich denke mal, Ori werden wir auch relativ zeitnah fertig haben. Und ich bin halt am, wie schon gesagt, am überlegen, ob ich jetzt für Need for Speed Heat, ob ich jetzt, ich könnte natürlich auch einfach sagen, okay, wir können uns ja ein neues Need for Speed Teil gönnen, ne? Wir können jetzt einfach sagen, wir nehmen jetzt ein älteres Need for Speed und zocken das durch. Wo ich sagen muss, das Einzige, was abwärtskompatibel ist, ich glaube, was ich sogar wirklich spielen kann, was ich mir definitiv gönnen würde, aber das ist halt, muss man einfach sagen, es ist Augenkrebs, wäre Need for Speed Most Wanted. Aber ist halt komplett Augenkrebs. Aber das wäre so ein Need for Speed, ja, was ich mir gönnen würde. Die anderen Need for Speed Teile habe ich alle angefangen, aber nie wirklich zu Ende gespielt. Ne? Also Need for Speed Tier World, nee, definitiv nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich finde ich, ja gut, Need for Speed Carbon hat mir eigentlich auch noch ein bisschen Spaß gemacht, aber ist auch schon ein bisschen älter. Ich überlege gerade, wie heißt denn der Teil, wo man auch Polizist sein kann? Moment mal, wo ist das hier, das, ist das hier schon das Rennen? Muss ja, ne? Ja, ich überlege, wo man Polizist sein kann. Need for Speed. Oh, wie hieß denn der Teil? Ach Mensch, wie hieß denn der Teil? Den würde ich auch noch zocken wollen, ne? Aber die anderen Need for Speed Teile will ich nicht unbedingt anfassen, ne? Carbon würde ich, 1 und 2 habe ich ja auch gesucht, wie sonst was, aber ich glaube, das kann ich auf der Xbox gar nicht zocken. Ist nicht abwärtskompatibel. Also ich glaube wirklich nur Need for Speed Most Wanted, aber wie ich schon gesagt, das Need for Speed ist halt wirklich schon Augenblick. Ich glaube nicht, dass sie das mit dem Update gerade so ein bisschen optisch verbessert haben. Ich glaube zumindest nicht. Keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass ich mich gerade irre. Ihr könnt auch von der Need for Speed Reihe weggehen und ihr könnt mir schreiben, ey, pass mal auf, zockt doch einfach mal Forza. Obwohl ich sagen muss, es ist halt eine richtige Simulation. Das ist mir schon wieder zu simulationslastig. Also was bei mir zum Beispiel gar nicht kommen wird, ist Formel 1. Ja, das kann ich euch jetzt schon sagen, Formel 1 packe ich nie an. Habe ich damals auf der PlayStation 1. Ich weiß gar nicht, das war 2001 oder 2000, glaube ich. Das habe ich damals gezockt, so ein bisschen. Hat mir aber einfach nicht gefallen. Also ich bin auch kein Formel 1-Fan, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was mich bei der Formel 1 immer mal wieder so ein bisschen interessiert, ist, wie es gerade so mit Lewis Hamilton oder sowas weitergeht, ne? Oder hier sein Bruder, also hier von Michael Schumacher, ich glaube, der ist ja Christian Schumacher. Oder halt auch ganz gerne mal, bin ich ganz ehrlich, hier und da mal, wenn mal ein Unfall passiert, ne, und irgendwo gepostet wird auf Facebook und sowas, das gucke ich mir dann schon lieber an. Aber irgendwie, nee. Nee, Formel 1 war noch nie so meins. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob was ihr Bock hättet. Ne? Also, das Problem ist, wenn das Video draußen ist, habe ich leider schon
das nächste Projekt dann für das Spiel am Start. Ja. Aber wenn ich dann eine Folge von dem neuen Projekt draußen hab und ihr sagt, ja, nee, komm, spiel doch mal lieber das oder das, anstatt das, dann kann ich das Projekt da abbrechen. Ne? Habe ich halt eine Folge gemacht und gut ist. Ich muss leider ziemlich krass vorproduzieren. Liegt einfach da dran, also wir haben heute den 10.2. Liegt einfach da dran, weil ich das sonst von der Arbeit her nicht schaffen würde. Und wenn mal wirklich, sag ich mal, einen Tag über das Internet mal hier nicht geht, das kann ja schnell mal hier in Deutschland passieren. Oder wenn ich mal auf eine Weiterbildung muss oder und ich halt gerade nicht vorproduzieren oder ich besser gesagt kein Video machen kann, ja, dann stehe ich dann da. Deshalb tue ich lieber vorproduzieren, dass ich halt gar nicht erst in sowas hineingerate. Ne? Wie schon gesagt, ihr könnt das gerne noch in die Kommentare schreiben, wenn das Video draußen ist. Dann habe ich zwar schon das nächste Projekt aufgenommen, aber wenn ihr dann sagt, nee, ist nichts für uns, dann kann ich das immer noch abbrechen. Ja, also so schlimm ist es jetzt nicht. So, dann fahren wir jetzt, ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt, wir haben doch hier direkt mal ein Offroad-Rennen. Da fahren wir doch schon mal das erste, warte mal, haben wir, wenn wir die ganzen Offroad-Rennen hier suchen, warte mal, da haben wir 290, warte mal, kann ich hier noch umstellen? Ja, okay. Ich glaube 290 ist das höchste, ne? Das höchste der Gefühle. Hier mal noch eins. 200. Oh, warte mal, hier. Ne, 290 ist wirklich das höchste. Okay, wir gucken jetzt mal kurz, ob wir hier eine coole Runde haben. Ja, die ist langweilig, die Strecke. Könnten wir auch machen. Okay, dann fahren wir das Rennen und dann machen wir das Offroad-Rennen. Ne? Kann ja erstmal dahin fahren. Können wir zumindest schon mal das Auto wechseln. Mit der McLaren, muss ich ganz ehrlich sagen, also, wäre jetzt ein Auto, wo ich jetzt nicht unbedingt Nein sagen würde, ne, wenn ich Geld hätte. Obwohl ich ganz, obwohl ich auch sagen müsste, jetzt gerade hier bei mir in der Umgebung, den kannst du halt einfach nicht ausnutzen, ne, so einen Wagen. Ich finde das auch immer schön, gerade am Weißen Hirsch, wo bei uns die Superreichen wohnen, die fahren natürlich auch ordentliche Autos. Problem ist einfach, du kommst in Dresden, also, weiß nicht, du kannst mit den Autos nie wirklich schnell fahren, weil hier in Dresden halt so viel immer los ist auf den Straßen und 3 Milliarden Ampeln hier sind und dafür finde ich so ein Auto viel zu schade. Wenn man jetzt Landregion wohnt oder wenn man das Auto jetzt saisonal bedingt, also nur im Sommer anmeldet, dann geht's ja. Aber selbst dafür muss man halt Geld haben, ne? Also man kommt hier wirklich in Dresden, obwohl Dresden ja nie die größte Stadt ist, ne? Noch lange nie, also... Siehe Frankfurt, Köln, Berlin. Ne? Aber selbst hier kommt man halt kaum mit dem Auto voran. Also da ist man wirklich besser mit den Öffis oder... mit dem Fahrrad sogar. Ist man hier sogar noch besser. Und da braucht man jetzt nicht unbedingt einen McLaren. Also bringt halt nichts. Ich sehe es halt immer wieder in der, wirklich in der Stadt, wenn die da mit ihren dicken Autos kommen. Aber wie schon gesagt, können sie halt 2 Sekunden mal kurz Vollgas geben, dann müssen sie wieder komplett bremsen, weil die Ampel auf Rot schaltet. Das finde ich eh immer am schönsten. Ihr kennt ja, ne, man hat ja dann so ein Gefühl für die grüne Welle, ne, irgendwann. Und jetzt gibt es einfach Leute, die müssen richtig, richtig Gas geben, sobald die Ampel auf grün schaltet. Die eine Ampel schaffen sie vielleicht dann noch, aber die nächste Ampel, dann stehen sie auf einmal da. Finde ich immer so mega witzig. Da denke ich mir, okay, wieso hast du jetzt für eine Ampel Vollgas gegeben?
bringt halt überhaupt gar nichts. Gerade mitten in der Stadt, ne, wo, wie schon gesagt, alle 2 Meter eine Ampel steht, bringt es halt überhaupt nichts, wenn man da hochtourig fährt. Alter, wieso ist denn der? Sag mal, ich komme an den Null ran, ne? Also wirklich 0-0. Also nicht mal ansatzweise. Oh. Das finde ich natürlich jetzt ein bisschen creepy Parser Punch mäßig. Jawohl. Ich nehme jetzt eigentlich auch die Kurven richtig gut, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich die Kurven scheiße fahre. Gut, die habe ich jetzt. Okay, die bin ich jetzt wirklich beschissen gefahren. War die Strecke die ganze Zeit schon so lang? What the fuck? Ist mir gar nicht aufgefallen. Hey, komm, bleib mal hier. Hallo. Hallo. Ja, was ich mir eigentlich wünsche für den nächsten Need for Speed Teil, ist einfach wieder mehr Freiheiten. Ne? Gerade was so Polizeiverfolgung angeht, da würde ich schon liebend gerne die Möglichkeit haben wollen, durch eine Baustelle zu fahren, um die Polizei aufhalten zu können. Ein LKW zum Umkippen bringen. Das würde ich mir für einen neuen Teil wünschen, was ich mir natürlich auch wünsche, dass man nicht gezwungen wird, gegen die Polizei zu fahren. Also sprich, dass man selber entscheiden kann, okay, nee, ich fahre lieber die legalen Rennen. Ich brauche es nicht unbedingt, illegale Rennen zu fahren. Ich fahre nicht so gerne gegen die Polizei. Und wenn man wieder das Freischaltsystem einbaut, im neuen Need for Speed, wie schon gesagt, sind ja an sich wieder die alten Entwickler, die haben ja ein bisschen was drauf. Wenn man aber im neuen Need for Speed das dann wieder einbaut, dass man durch Rennen Teile gewinnen kann, dann sollte man das so einbauen, dass die Leute, die nur Tagrennen fahren wollen, oder besser gesagt nur legale Rennen fahren wollen, auch die Möglichkeit haben, die Teile freizuschalten. Was auch noch schön wäre, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Teil, also ist zum Beispiel auch, dass man switchen muss zwischen Tag und Nacht. Das finde ich ein bisschen, naja, finde ich jetzt auch nicht so schön. Ich finde einfach einen dynamischen Tag-Nacht-Zyklus einfach viel, viel, viel eleganter. Oh, warte mal. Oh, okay, hier geht man eh kaputt. Guck mal, was hier ist. Es bringt mir eh nichts, aber egal. Ne, ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus wird. Ey, Alter, als ob ich da nicht runter kann. Wäre ganz schön. Und was natürlich auch richtig geil wäre, vielleicht sogar. Es ist mal nur Stadtgebiet, das gefällt mir überhaupt nicht. Also gut, hier hat man. Das ist jetzt mal die Ausnahme. Übrigens war mal geplant von den alten Entwicklern noch, dass es hier oben weitergeht. Das sieht man. Ne? Nach jedem Patch hat man so gesehen, dass hier oben so ein Stückchen Welt verbaut wurde. Und es war ja auch wirklich geplant, dass hier oben noch ein Teil dazukommt. Aber ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht, ne? Weil nicht so viele Leute mehr Need for Speed zocken. Und ich glaube, die Entwicklungskosten wären einfach viel zu hoch dafür. Hey, als ob. Die Entwicklungskosten wären einfach viel zu hoch. Und die Nachfrage ist einfach viel zu gering. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch was kommt. So, wie komme ich jetzt hier runter? Nur durch die Ruhr oder was? Aha.
Okay, total bescheuert, aber okay. Genau, was noch schön wäre, wenn man jetzt sagt, okay, GTA-like, man sagt jetzt hier oben, macht man in so ein gigantisches Gebiet Berg. Ne, da könnte man zum Beispiel Drift-Rennen verlagern. Dann macht man hier unten eine Hauptcity, eine ganz, ganz, ganz große Hauptcity. Da könnte man ja illegale Straßenrennen machen. Strand, der hier vorhanden ist, aber den würde ich ein bisschen, ja, schöner gestalten und nicht nur hier so einzelne Areale. Das ist also wirklich so ein ganz, ganz großen Strand mit großen Frachthafen. Da könnte man sagen, okay, Offroad. Waldgebiete wäre natürlich sehr schön, wenn man jetzt sagt, okay, man baut extrem große Waldgebiete ein. Vielleicht, also in der Bergregion kann man ja auch kleine Schneegebiete machen, was auch noch ganz cool wäre, wo sich auch das Fahrverhalten auch dann logischerweise ändert. Wäre auch richtig cool. Und vielleicht auch noch Wüste. Ne, dass man sagt irgendwo, okay, man baut irgendwo eine kleine Wüste noch mit ein. Das sind so... Hä? Ich habe echt irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwas an Dings gemacht haben. Ja gut, irgendwie backt das hier mega rum, aber egal. Ja, also das sind so Hauptpunkte, die ich mir wünsche. Es kommen natürlich noch mehr Hauptpunkte, natürlich viel mehr Events. Ne? Also, hier hat man ja wirklich nur Driften, Rundkurs, Sprint und Offroad. Ist mir viel zu wenig für ein Rennspiel. Also man hat es ja bei den anderen Need for Speed Teilen gesehen. Man kann so viel mehr noch einbauen. Muss ja nie unbedingt Gruppendriften sein oder sowas. Sowas verlange ich ja nicht. Also hier von wegen, du musst in einer Gruppe eingegliedert sein. Das war bei Carbon, glaube ich, so. Tschüssi. War geil. Ne, das war bei Carbon so. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Aber wenn man jetzt so sagt, okay, wieder driften gegen Gegner, ne? Von mir aus können die Gegner auch unsichtbar sein. Ne? Damit habe ich jetzt kein Problem. Ist halt nicht mal realistisch, aber dass man sich nicht ins Gehege kommt. Ne? Von mir aus können sie ja unsichtbar sein. Achso doch, man hatte ja hier die Rivalenrennen, die ich nicht verstanden habe. Keine Ahnung. Also die waren unfassbar einfach. Die sind mir auch zusammengefahren. Die fand ich einfach mega einfach. Oh, zu viel Sonne. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ne? Also Rivalenrennen könnte man vielleicht ein bisschen besser ausschmücken. Indem man sagt, okay, man fährt wirklich gegen Gegner, die gerade online sind. Ne, die dieselbe Stärke wie du haben. Und gegen die musst du dann im Rennen gewinnen. Und dann kriegst du vielleicht, keine Ahnung, kriegst du vielleicht, wenn du gewinnst, übelst viel Geld, könnte man ja sagen. Ne? Und das würde ich aber gerne ausweiten, auch dass man das... Driften, beim Driften machen kann. Ups, ich muss mich kurz konzentrieren. So, okay, und beim Driften machen kann, ne? Beim Offroad und. Das wäre noch ganz cool. Ihr werdet jetzt sagen, hey, Need for Speed hat doch einen Online-Modus, da kann man das ja machen. Ja, stimmt. Aber so ganz kleine Rival-Events wären cool, wenn die einfach in der Offline-Welt, vorhanden sind und man einfach von da aus, von der Offline-Welt, das Rennen starten kann und dann einfach in die Offline-Welt nach dem Rennen sofort wieder geschickt wird, dass man dann nie automatisch in der Online-Welt ist. Das wäre natürlich noch sehr schön. Ne, dass man dann irgendwie gezwungen wird, so, du kommst jetzt, so, warte mal, achso, das ist zum Beispiel so ein Rivalenrennen, ne?
Dann definitiv muss ich einfach sagen, in meinen Augen, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Wir müssen auch jetzt Twifty-Rennen machen, ne? Genau. Dann gehen wir mal hier hin. Dann definitiv die Kampagne überarbeiten. Ich brauche auch keine Filmkampagne in die Fußball, ne? Mir reicht einfach so eine Kampagne. Einfach das Blacklist-System war sehr cool von Need for Speed Most Wanted. Das kann man ein bisschen überarbeiten. Vielleicht die Blackliste einfach viel, viel größer machen, dass man jetzt sagt, okay, man hat anstatt 50 Gegner, waren es glaube, hat man dann 100 Gegner. Ne? Dass man die vielleicht vorher so kennenlernt. Ne? Alle haben irgendwie ihre Macken, ihre kleinen Tücken. So wie ich. Ich habe auch meine Macke. Ihr habt es ja gesehen. Sowas wäre natürlich noch mega cool, ne? Wenn man so sagt, okay, man baut noch sowas mit ein. Das wäre zum Beispiel auch noch sehr cool. Das Blacklist-System möchte ich einfach wieder zurückhaben. Vielleicht bin ich auch der Einzige, aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der sagt, er möchte das Blacklist-System wieder haben. Man kann es von mir aus... Oh. Ja gut, ich dachte jetzt gerade eigentlich, die Rampe wäre zu mir ausgerichtet. Also so, dass ich jumpen kann. Ups. Hab ich mich leider vertan. Ich verstehe das auch immer nie, wieso man von den alten Prinzipien immer weg muss, ne? Siehe Age of Empires, siehe Siedler, siehe Need for Speed, die ganzen Reihen, ne? Und ich kann noch viel, 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 viel mehr rein. Ah, hi. Aufsagen, ne? Diablo zum Beispiel, ne? Wieso muss man immer von alten Prinzipien weg? Warum muss man das immer zu sehr modernisieren? Ne, klar, immer mehr Leute wollen anstatt Kampagne online spielen. Dann sollen sie halt ihr Online-Kakam dürfen. Aber dafür muss doch die Kampagne oder die Qualität des Spiels nie leiden. Das finde ich immer so schade, dass die Qualität von dem Spiel danach immer so leiden muss. Das finde ich echt immer so ein bisschen... Muss ja nicht sein. Also zumindest die Solo-Kampagne. Hey, ich würde gerne mal... Ah, hier. Ja, das finde ich immer so mega schade, dass dann immer so die Qualität drunter leiden muss. Wie schon gesagt, ich habe ja nichts gegen Leute, die meinen, okay... Ich will lieber online spielen, mich interessiert die Solo-Kampagne nicht. Ne, ich spiele zum Beispiel Most Wanted, sage ich schon. Modern Warfare oder die COD-Reihe allgemein auch lieber online oder die Battlefield-Reihe. Aber man kann ja trotzdem nebenbei eine schöne Solo-Kampagne bieten. Ne? Ich finde es immer schade, dass sowas drunter leiden muss. Und man sieht es halt gerade so bei guten alten Rennspielen. Alter! Der rutscht der übel, also übelst zu viel, der rutscht viel zu viel. Ey, ich drück fast gar nichts, ich lenk nur. Ich komm dagegen, Alter. Warte mal. Live-Tuning hier mal ganz kurz. So viel Zeit muss sein, hä? Hallo? Da, Live-Tuning. Nee, Traktionskontrolle lassen wir mal aus. Dann machen wir mal die Lenkempfindlichkeit hier hin. Mal gucken. Alter! Der steht komplett aus, ne? Ich krieg den nie gebändigt. Keine Möglichkeit, das Auto irgendwie unter Kontrolle zu halten. Nach einer Kurve. Kann ich machen, was ich möchte.
Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe ganz leicht nach links gelenkt. Da fängt er schon an zu driften. Also ich hüte mich hier wirklich vor Nitro, ne? Also ich setze mit... Ich habe natürlich alle Autos ein bisschen getuned, ne, für die letzte Ehrenrunde. Aber bei denen hätte ich das sein lassen sollen. Boah, ich hab den nicht unter Kontrolle, ne? Schlimmer als jede Frau. Tut mir leid, sorry. War ernst gemeint. Alter. Was ist los mit dir, mein Guter? Was ist los? Ups, okay, das war jetzt nicht meine Schuld. Ey, Mädel. Ey, Moment. Ich habe, glaube ich, auch das falsche Reifenprofil drauf gemacht. So, jetzt machen wir mal die Lenkempfindlichkeit hier. So, und die Traktionskontrolle machen wir mal hier. So. Könnte passieren, dass ich jetzt fast gar nicht mal drifte. Mal gucken. Naja, ein bisschen besser. Also, vielleicht liegt es auch einfach dran, dass es gerade regnet. Aber ich glaube nicht. Ich hätte, glaube ich, bei denen nie unbedingt einen Turbolader ranschrauben sollen. Das war sehr schlau von mir. Ah, ja, ob ich das jetzt noch schaffe? Ey, ich mach wirklich nichts. Ich lenk ganz leicht, ne? Und der schlägt komplett aus. Ey, ich hab jetzt null gelenkt, Mann. Hör auf damit. Hör doch mal auf, Mädel. Ja, immerhin haben wir... Oh, Mann! Dörner! Ich lenk doch kaum. Ich lenk gar nicht. Hier, ich will gerade ausfahren mit dir, mein Guter. Ich kann noch nie mal mit denen ordentlich gerade ausfahren. Ist kein Witz. Ja, wie schon gesagt, ich hätte vielleicht nicht unbedingt einen Turbolader drauf machen sollen. Was habe ich jetzt nochmal für einen Erfolg bekommen? Egal. Okay. Allerletzte Rennen für Need for Speed Heat. Ich überlege gerade, wie soll ich mit dem Auto eigentlich zum Rennen fahren, ne? Nee, 380 ist zu viel. Mann. 350, 320. Dann machen wir das Rennen hier noch. Ich lenke jetzt nicht 0,000. Ne? Jetzt lenke ich mal ganz leicht. Sollte vielleicht auf die andere Fahrbahn. Also ganz leicht, wenn man so antippt, geht das, ne? Ich tipp gerade nur, ne? Hört ihr vielleicht? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich tipp wirklich gerade nur. Okay, hier soll ich vielleicht... Nee. Geradeaus fahren. Na gut, wenn man einfach nur von Gas runter geht und die bremst, dann geht sogar. Gut, hier muss ich natürlich bremsen. Sobald man anfängt zu bremsen, ne? Warte mal, komm, wenn gleich nochmal eine Kurve kommt, wenn ich gleich nochmal abbiegen muss, gehe ich jetzt einfach mal nur von Gas. Mal gucken, ob ich das schaffe zu driften. Ja, hier muss ich abbiegen, hier muss ich nach links. Na gut, da driftet der aber nicht. Okay. Also,
dann ist es möglich, das Auto zu kontrollieren, zu bändigen, aber dann trifft dich leider nicht. Geht nur so. Hey, für die Fans! Da kommt, guck mal, da ist ein Fan sogar. Der wird mir sogar schon rot markiert, weil der mein allergrößter Fan ist. Nee, hab ich im Knast kennengelernt, den Typen. Ich durfte ihn nur unter Werder ansprechen, keine Ahnung wieso. Werder Bremen-Fan vielleicht oder so. Keine Ahnung. Oh, nice. Keine Ahnung wieso. Der hat mich auch manchmal geschlagen. Ich wusste eh nie, weil ich im Gefängnis sollte, ne? Also. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein Hotel. Hab dann die Werder gefragt, hier von wegen, wann kriege ich auch mal hier was zu essen. Und da haben die mich aber mit dem Stock geschlagen. Waren auch nicht sehr gesprächig, die Leute. Also was natürlich auch noch cool wäre, das habe ich ja auch in irgendeiner Folge mal gesagt. Wenn einfach so Zwischenaktionen passieren würden. Also wirklich mal, ich weiß, es ist vielleicht zum Programmieren ein bisschen schwieriger, aufwendiger. Aber ich weiß, es ist heutzutage möglich. Dass einfach so Sachen so nebenbei passieren, dass man zum Beispiel, wenn man zum Rennen fährt, im Stau steht, weil dann ein Unfall passiert ist. So einfach im Stau und dann kann man an einem Unfall vorbeifahren und man sieht ihn dann. Also natürlich jetzt keine Leichen oder so, das meine ich jetzt nicht, aber einfach irgendwie ein Unfall und dann muss man halt gucken, okay, nimmt man jetzt den Weg oder guckt man irgendwie, dass man von der Autobahn runterkommt. Ist halt nur, ja, weil ich bin so einer, ich achte halt auch so ein bisschen auf solche kleine Sachen. Interessiert bestimmt niemand von euch, aber sowas ist halt witzig, ne? Oder wenn man zum Beispiel so ein Event hat in der Stadt, so Tuning-Treffen sozusagen, ne? Dass man da mit seinem Auto, dass man da vielleicht auf dem Tuning-Treffen dann rumlaufen kann. Wenn man sein Auto dann abstellen kann, wenn das Event kommt, irgendwie einmal in der Woche sein Auto abstellen kann, mit nie unbedingt quatschen, aber dass man sich dann die anderen Autos vielleicht von Online-Spielern zum Beispiel ansehen kann auf den Tuning-Treffen. Wäre zum Beispiel auch eine Idee. Ist wie geil das ist, wenn man einfach mal so Tuning-Treffen einbauen würde in irgendein Need for Speed-Teil. Man so sagt, okay, man macht das so jeden Freitag. Ja, da müssen die halt jeden Freitag mehrere Server offen halten. Und dann gibt es dann wirklich so Server, wo man nur wirklich auf dem Platz ist, wo man vielleicht auf dem Parkplatz fahren noch muss oder man steht schon da. Dann kann man aussteigen und man kann dann mit den Leuten über Headset reden. Und man kann sich dann die Autos von denen angucken und so fragen, ey, was hast du nur reingebaut? Hast du einen Turbolader drin? Zeig mal, steig mal ein, zeig mal, wie sich dein Auspuff anhört, wenn du Gas gibst. Das sind so Sachen, ich weiß, die braucht man nicht, aber sowas gefällt mir halt so. Kleine Sachen halt einfach nur. Ich denke mal, so ein Tuning-Treffen, ne, wenn man, ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, das kriegt jeder, das krieg ich sogar hin. Kann ich euch sogar programmieren, mit C++. Ich wollte gerade sagen, wie lange ist denn die Runde 1, aber ich bin ja schon. Ups. Ich kann mit euch wetten, es gibt bestimmt hier ein Dings, ein Erfolg, wenn man eine Million Punkte hat. Kann ich mir ganz gut irgendwie vorstellen. Es wird bestimmt so ein seltener Erfolg sein, den man nicht nachlesen kann. Wenn nirgendwo steht. Aber was mich mal interessieren würde, weil wir uns langsam dem Ende nähern, schreibt mal bitte in die Kommentare, oh Alter, Mädels, was ihr euch wünscht. Ne? Ob so Tuning-Treffen, ob das auch was für euch wäre. Ne? Wie schon gesagt, dass man so einfach online jeden Freitag Leute trifft, ne? Dann mit seinem Auto dann hinkommt, mit dem man gerade die Rennen fährt in Need for Speed. Beispiel und halt da ein bisschen angeben kann, keine Ahnung, oder mit den Leuten einfach so reden kann,
fragen kann, ey, tust du dich im Real Life auch auf ein Tuning treffen? Und pipapo. Sowas wäre zum Beispiel auch noch ganz cool. Wäre halt ein Wunsch. Und wie schon gesagt, dass einfach dynamisches Wetter wieder, also Tag-Nacht-Zyklus, dynamisches Wetter ist ja hier, aber Tag-Nacht-Zyklus wäre schön. Und halt mehr Gebiete, Schneegebiete, Wüste und vielleicht eine Stadt oder sowas. Ja. Und ja, was kann ich euch noch Großartiges sagen, außer vielen lieben Dank, dass ihr Need for Speed Heat bei mir geschaut habt. Danke für eure tolle Unterstützung. Es war mir wirklich eine Freude. War nicht der beste Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich über viele Dinge aufgeregt, muss ich auch sagen. War aber auch jetzt nicht der schlechteste Teil. Also ich würde sagen, hält sich die Waage. Ne? Würde ich jetzt nie unbedingt jemanden empfehlen, der ja, vielleicht ein richtig krasser Fan von Underground ist und von Most Wanted. Der wird an dem Teil keinen Spaß haben. Jemand, der keine Lust hat auf Polizeiverfolgung, der wird definitiv hier auch keinen Spaß haben, weil sonst kriegt man halt die Teile nicht. Der wird definitiv auch keinen Spaß haben. Also, ja, ich weiß gerade nicht, ob das Spiel irgendwo günstig zu kaufen gibt. Also für Vollpreis, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das niemandem empfehlen. Also es ist in meinen Augen, ja, was heißt nicht hochwertig genug, aber da habe ich schon bessere Spiele gesehen, die billiger waren. Ne, ist einfach meine Meinung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt, im nächsten Projekt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.